Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Heute nochmal Dosa Solo und zwar mit dem zweiten Teil der Vanguard-Varianten Q&As, was gerade rausgekommen ist. Dementsprechend fangen wir auch direkt mit der ersten Frage an. Wird es Vanguard-Varianten geben, die für Exploration oder Scouting ausgelegt sind oder eventuell auch mit medizinischen Modulen oder Arrestzellen? Und die Antwort ist, naja, es wird Upgrade-Kits geben für Exploration oder Scouting. Allerdings ist es nicht das Ziel, einen perfekten Allrounder zu schaffen, sondern immer dedizierte Schiffe mit bestimmten Schwerpunkten. Ja, merke auf. Das ist halt das, was sie dazu sagen. Wird man den Turm der Warden voll einfahren können, wie im ursprünglichen Konzept gezeigt? Ja, das ist der Plan. So, nächste Frage. Wie wird das Augmented Reality Cockpit der Sentinel sich von den normalen GUIs unterscheiden? Und die Antwort darauf ist, dass das Augmented Reality Cockpit des Vanguard Sentinel dem Brückensystem der großen Star Citizen Kreuzer erinnern soll. Um der Sentinel-Besatzung einen größeren und besseren Überblick über das Schlachtfeld zu bieten und die zusätzlichen Sensoren des Sentinel halt eben auch voll auszunutzen. Wird die Harbinger langsamer sein als die anderen Varianten wegen des Gewichts? Und die Antwort ist kurz und bündig, ja, wird sie. Das ist halt ein schwer gepanzertes Kampfschwein, dementsprechend wird sie halt eben auch langsamer sein. Werden alle drei Varianten einen Jump Drive bekommen? Auch kurz und bündige Antwort, ja, werden sie. Hooray Leute, alle Vanguards bekommen einen Jump Drive. Macht ja irgendwie auch Sinn für einen Deep Space Fighter. Werde ich Battlefield Upgrade Kits Komponenten mischen können? Das haben wir ja schon im letzten Video halt vermutet. Und ja, das wird möglich sein. Man wird die Einzelteile unter den Battlefield Upgrade Kits frei mischen können. Heißt halt eben ein Turm von der Harbinger und eine Distortion Kanone von der Sentinel und ein Escape Pod von der Warden. Wunderschön, also sehr viele Möglichkeiten. Modularität ist weiterhin das Zauberwort. Wird man die Battlefield Upgrade Kits später im Store frei kaufen können, wenn der Vanguard Sale vorbei ist? Und nein, wird man nicht. Die Battlefield Upgrade Kits wird es im Store nachher nicht zu kaufen geben, aber man wird sich die einzelnen Komponenten nachher im Verse tatsächlich beschaffen können und weiterhin dann in dieser modularen Spielwelt die Schiffe weiterhin umbauen können. So viel dazu. Wird man mit anderen Schiffen docken können? Also Constellations, Retaliator, Redeemer, die einen Dockingring haben, halt kann man mit denen docken. Und nein, die Vanguard hat keinen Docking-Collar, dementsprechend wird man auch nicht docken können. Was man aber machen kann, ist halt einfach Klappe auf und ein EVA halt eben machen, rüberschweben und dann halt eben rein. Man kann aber jetzt halt nicht andocken wie halt mit Schiffen, die einen dedizierten Docking-Collar haben. Ist die Harbinger stärker gepanzert als die Warden oder die Sentinel? Und ja, es ist halt eben so das Kampfschwein unter den dreien, dementsprechend trägt die halt eben auch mehr Panzerung. Sind die Cockpit-Unterschiede nur kosmetisch oder gibt es funktionale Unterschiede zwischen den Varianten? Und die Cockpits unterscheiden sich tatsächlich und es sind funktionale Unterschiede. Die Sentinel bekommt ja das Augmented Reality Cockpit, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und die Harbinger hat halt eben auch mehr Panzer am Cockpit. Dementsprechend halt so hält sie mehr Beschuss aus. Ist nicht nur kosmetisch, sondern halt so erfüllt tatsächlich einen Zweck. Nächste Frage ist, welchen Vorteil hat das Warden Escape Pod Modul gegenüber der Torpedobank oder dem E-War Modul? Na, abgesehen davon, dass es halt eben keine Torpedobank und kein E-War Modul ist, sondern halt eigentlich nur ein dedizierter Escape Pod. Es ist tatsächlich das Escape Modul mit dem besten Lebenserhaltungssystem, worin man länger überleben können wird als in den anderen. So, das ist halt eben der Schlüssel. Das heißt, wenn wir uns daran erinnern, dass der Charakter in Star Citizen tatsächlich sterben kann, ist das das Modul, womit man halt so jetzt nach ASI die besten Überlebenschancen halt eben hat. Und die letzte Frage lautet, wird der Raketenturm der Harbinger gelenkte Raketen verschießen können oder wird er nur Dampffeuer tragen können? Und die Antwort darauf ist, der Turm ist standardmäßig ein Dampffeuer-Turm, also du hast keine gelenkten Raketen, man wird aber später im Verse die Raketen austauschen können. Dementsprechend halt, so wird das ein ganz schön mächtiges Vieh werden. So, liebe Freunde, das war jetzt die Aufbereitung für euch von dem neuen Q&A zu den Vanguard-Varianten, die jetzt momentan gerade noch im Sale sind. Also, falls ihr noch zaudert, zuschlagen, gibt's nicht mehr lange. Also, denke mal, die werden dann halt eben auch limitiert werden. Und insofern, ja, spendet für Star Citizen halt so, dass das Ding größer, besser, höher, schneller, weiter wird, als wir es uns bisher alle vorstellen können. Wir freuen uns darauf. Und ja, insofern, liked unseren Channel oder dieses Video und halt abonniert uns, das freut uns sehr und bringt uns wirklich weiter. Und ja, schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, worauf ihr Bock habt oder was ihr über Star Citizen denkt. Wir quatschen immer gerne mit euch und helfen euch gerne weiter, wenn wir euch halt eben die Fragen beantworten können, die ihr uns stellt.
Dementsprechend, sagt Dosa euch jetzt wieder bis zum nächsten Mal und see you on the flight deck. Wenn ich einen Vanguard Warden besitze und ein Sentinel Battlefield Upgrade Kit kaufe, benötige ich dann ein Warden Battlefield Upgrade Kit, um dann wieder auf meine ursprüngliche Variante zurückzukommen?